of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Hallo du, du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. Mit mir, eure Fenia. Und wenn du neu hier bist auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abochen freuen. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und kommentiere doch ganz, ganz fleißig unten ins Kommentarfeld hinein. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich ja. Und ich würde sagen, es gibt eine neue... Was ist denn hier los? Das sieht komisch aus. ja, genau. Wo wollten wir weitermachen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, Elsa. Genau, ich habe Elsa jetzt auf Level 10 gekriegt. Gestern Abend noch, so ein bisschen. Und ich denke mal, da mal werden wir jetzt auch noch mal weitermachen. Und dann werden wir endlich, ich hoffe endlich dann auch zu Vaiana und die anderen. Uiuiui. So, aber vorher mache ich jetzt... Ach nein, jetzt ist das alles so verteilt und ich finde, die kommt auch da nicht ran. Ja. Ich komme nicht hin. Der Nachteil, wenn man hier dekoriert hat. Man findet sozusagen... Upsala. Man kommt ja nicht mehr an die Sachen ran. Habe ich eigentlich mein Inventar leer gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber so weit. So weit leer. Nein, Quatsch. Wir müssen M drücken. M. Wo ist denn Elsa? Wo treibt sie sich rum? Ah, da unten. Bei Merlins Haus. Schauen das... Hast du etwas vom Markt? Dann komm einfach zu mir. Mach ich dann. So, Elsa. Oh, mein Freund. Fenia, mir ist noch etwas zu dem Geheimnis in der Eishöhle eingefallen. Hast du Zeit, mir zu helfen, dieses Rätsel zu lösen? Aber sowas von... Endlich, ich will antworten. Wow. Ich bin froh, dass ich nicht alleine ungeduldig bin. Dank deiner Hilfe und Unterstützung kommen immer mehr meiner Erinnerungen zurück. Oh. Ich habe mich an etwas erinnert, nämlich an die Wappen, die wir zusammen gefunden haben. Ich habe sie versteckt. Wow, was für eine Wendung. Warum hast du das getan? Oh, jetzt erinnerst du dich? Ich war auch überrascht. Ich weiß, dass es noch mehr gibt, an das ich mich erinnern sollte. Aber ich sehe immer wieder ein Bild der Statuen von Anna und mir in der Eishöhle vor mir. Lass uns dorthin gehen. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Auf Wiedersehen. Das Geheimnis der Eishöhle. Das wird ganz schön eisig. Muss ich mal sagen. Das wird eisig. Oder was meint ihr? Ach nee, Geheimnis groß, ne? Ich will mir das nur schnell aufschreiben. Jedes Mal, wenn ich dann anfange, die Videos zu schneiden und zu rendern, vergesse ich, wie der Titel heißen soll. Also, verzeiht mir das, dass ich zwischendurch jedes Mal hier die Titel aufschreibe. Einmal zur Eishöhle. Gehen wir gleich da oben. Nee, wir müssen ja eh dahin. Würde ich sagen. So. Ich hätte schwören können, ich habe hier gestern Abend noch ein bisschen aufgeräumt. Achso, wenn ihr das hier seht, ist eigentlich für mich immer noch Samstag, also Silvester, Vormittag, also Mittag. Aber da ja morgen Sonntag ist, werdet ihr morgen die Folge sehen. Deswegen sage ich hier die ganze Zeit, gestern Abend aufgeräumt und so. Wie gesagt, für mich war gestern Freitag. Heute ist Samstag. Wenn ihr die Folge seht, ist Sonntag. Ich hoffe, das ist etwas besser erklärt jetzt. So,
Elsa? Elsa, wo bist du denn schon wieder? Treibt sie sich denn schon wieder rum? Da ist Elsa. Hallo, mein Freund. Ich sehe immer ein Bild der Statuen von Anna und mir. Lass uns zur Eishöhle gehen. Können wir bald wieder plaudern. Ja, wir gehen da jetzt rein, Süße. Aber irgendwie ist Elsa immer noch nicht dabei. Ach, Elsa! Wo bleibst du denn? Ich versuche, Elsa zu folgen, aber Elsa will nicht. Elsa sagt nein. Hallo, mein Freund. Lass uns abhängen. So, jetzt hier. Elsa, jetzt. Ah, merken. Ich glaube, das ist Elsa. Das könnte Anna sein, oder? Hallo. Mir ist ein bisschen schwindelig. Das sind sicherlich die Erinnerungen, die zurückkommen. Ja, es ist... Wir waren so besorgt, dass wir alles verlieren würden, bevor ich zurück in den Zauberwald ging. Wollte ich sicher gehen, dass etwas in Sicherheit war. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, was... Aber ich erinnere mich, dass Anna darauf bestand, uns zu helfen, die Wappen zu verstecken. Wow. Es ist typisch für sie, dass sie helfen will. Ich bin so froh, dass sie meine Schwester ist. Natürlich bist du das. Was wolltest du beschützen? Das hilft uns nicht dabei, das letzte Wappen zu finden. Also Felgen ja. Jetzt haben wir beide Glück. Ich bin sicher, Anna kann uns helfen, das letzte Wappen zu finden. Könntest du mit ihr reden, während ich versuche, mich an mehr zu erinnern? Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Natürlich, dann gehen wir mal zu Anna. Anna! Anna, du Süße. Ich muss noch zwischendurch meinen Cappuccino trinken. Es wundert mich, dass ich momentan so viel Kaffeehaltiges trinke. Keine Ahnung, ich glaube, ab und zu mal muss das mal sein. Sozusagen. Typ. So, wo ist denn Anna? Ich muss mit dir reden. Jupp, ich auch mit dir. Das trifft sich gut. Hallo. Hallo, Fenja. Lass mich raten. Du gehst auf ein großes Abenteuer. Oh, planst du etwas in ein Festmahl? Eins mit Schokolade? Ich möchte, dass du dich an etwas erinnerst. Sehr gut, aber du musst schon ein bisschen genauer werden. Deine Schwester hat versucht, etwas zu beschützen. Es hat mit der Eishöhle zu tun. Merlin hat Elsa geholfen, all diese seltsamen Wappen im Dorf zu verstecken. Ja, ich erinnere mich jetzt. Sie bat Merlin um Hilfe. Sie gaben mir so ein komisches Zauberding. Elsa wollte, dass ich es an einen Ort verstecke, an dem es nur jemand finden kann, dem wir wirklich vertrauen. Also habe ich es in mein Haus versteckt. Großartig, lass es uns holen. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Es ist nur... Es gibt ein kleines Problem. Ich erinnere mich nicht, dass es in mein Haus ist, aber ich weiß nicht mehr, wo. Achso, ich erinnere mich, dass es in mein Haus ist, aber ich weiß nicht mehr, wo. Das Wappen macht Musik. Musik? Moment. Ich habe natürlich eine seltsame Musik in mein Haus gehört. Aber noch seltsamer ist, dass ich sie nur einmal zu jeder vollen Stunde hörte. Du hast gesagt, dass nur jemand, dem du vertraust, in der Lage sein wird, es zu finden. Genau, unsere Freunde sind wie Familie für uns. Also
muss ich etwas ausgewählt haben, von dem ein Freund weiß, dass es schon lange im Besitz unserer Familie ist. Es ist kalt wie Eis. Im Esszimmer ist es viel kühler, als ich es in Erinnerung habe. Aber ich kann nicht erkennen, woher die Kälte kommt. Also, ich habe das, wonach du suchst, etwas versteckt, das sich schon lange im Besitz meiner Familie befindet, das im Esszimmer steht und das zu jeder vollen Stunde seltsame Musik macht. Ich hoffe, das ist hilfreich, Fenja. Danke. Das zur vollen Stunde? Die Uhr! Gefunden. Da ging aber schnell. Endlich das letzte Wappen. Platziere es an der Wand der Eishöhle. Danke dir, Anna. Sie hat es in der Uhr versteckt. Interessant. Du, ich bräuchte deine Hilfe. Oh. Machen wir noch. Keine Sorge. Christoph, machen wir noch. Und dann hoffe ich, dass du dich bald an Anna erinnerst. So. Dann wollen wir das letzte Wappen platzieren. Das sieht schön aus. Ich möchte ein Bild davon. Oder hatte ich nicht schon eins? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Okay, da sind so komische Dinger, weil man Angel, Graben, Pflanzen sammeln. Was das wohl zu bedeuten hat? Verdächtig, verdächtig. Kehre zu Elsa zurück. Machen wir. Jetzt habe ich Schluck auf. Entschuldigung, zwischendurch muss ich noch mal Hotdog essen. Hallo, mein Freund. Geht gleich los. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich wollte etwas in Sicherheit bringen. Etwas, das vom Vergessen bedroht war. Anna half mir, die Wappen zu verstecken. Aber dann wurde mir klar, dass jeder darüber stolpern könnte. Deshalb bin ich zu Merlin gegangen. Er hat dafür gesorgt, dass sie nur dann wieder auftauchen, wenn jemand, der Dreamlight-Magie einsetzt, in der Nähe ist. Ach so, der Dreamlight-Magie einsetzt, in der Nähe ist. Nun, da wir die Wappen wieder an ihren rechtmäßigen Platz gestellt haben, müssen wir die richtigen Gegenstände auf diese leuchtenden Sockel stellen. Das Vergessen war so beunruhigend, dass ich sicher gehen wollte, dass sich alles, was mir lieb und teuer ist, in Sicherheit befindet. Ich hätte das Gleiche gemacht. Das ist gut. Merlin hat magische Verbindungen sowohl zum Dreamlight Valley als auch zu Arandelle geschaffen. Ich habe ihm bei der Auswahl der zu verwendeten Gegenstände geholfen. Wir brauchen eingelegte Heringe nach Arandellen Art als Essen, das ich ins Dorf gebracht habe, sowie eine weiße Passionslilie, um Eis und Schnee darzustellen. Außerdem eine Karotte, da sie für einige meiner lieben Freunde etwas ganz Besonderes sind. Und ein Goldbarren für die Verbundenheit, die Anna und ich mit unserem königlichen Erbe haben. Wenn wir sie auf die Sockel stellen, finden wir, was ich versteckt habe. Das hat Spaß gemacht.
Okay. Eingelegter Hering haben wir gerade nicht mehr im Inventar. Weiße Passionslilien muss ich gucken. Karotten habe ich gerade auch nicht. Goldbarren habe ich. Also. Eingelegter Hering. Ich habe gerade keinen Hering. Ich hoffe, Vajana hat Hering gesammelt. Und irgendwas brauchte man ja noch für den eingelegten Hering, ne? Mal gucken, ob ich alle Zutaten dafür habe. Also Heringe hängen hier schon mal. Ja, drei Heringe, das ist gut. Oh, ich habe da eine Idee. Ich auch, Vajana, ich auch. Aber vorher müssen wir einmal... ich muss hier mal kurz noch stöbern gehen. Ich will gucken, was es hier Neues schon gibt. Okay, ich sehe schon neue Tapete. Oh, die ist hübsch. Die nehme ich. Einen schönen Tag noch. Die gefällt mir. Ich weiß zwar nicht, wo ich das hinhängen werde. Der Wandteppich, aber... Also so ein Wand... Ich dachte, das wäre eine Tapete. Ich dachte, das wäre eine Tapete. Wir haben einen Tisch. Ein Teppich. Die Lampions von... Das könnte von König der Löwen sein, ja. Okay. Jetzt habe ich auch nochmal reingeschnüffelt. So. Dann wollen wir mal den eingelegten Hering... machen. Machen wir den schnell bei... Nee, wir machen ihn schnell bei uns. Ich brauche ja sowieso diese Lilie. Sozusagen. Dann gucken wir mal. So. Eine Lilie brauche ich. Eine Lilie. Ich glaube, einen Goldbarren brauchte ich auch. Einmal zweite Etage. Ich glaube, einfacher wäre es... Nein, falsch. Das ist mein Schlafzimmer. Einfacher wäre es, wenn ich die Truhen unten hinpacken würde und oben die Schlafräume und so. Gold, nein. So, jetzt geht das Suchen los. Wo hatte ich die Goldbahn? Ich glaube, da. Nee, das ist Eisen. Ja, aber. Genau, so. Und dann gehen wir unten noch in die Küche. Ja, ich muss das Ganze alles nochmal sortieren. Das ist noch nicht alles so, wie ich das haben möchte mit den Truhen. Das. So, mal gucken, ob ich alle Zutaten habe. Habe ich! Das ist gut. Suppi. Platziere die folgenden Gegenstände auf den Sockeln. Okay, dann... Ach ja, hier ist meine kleine Essecke. Sozusagen. Ja, meine Küche ist noch nicht so, wie ich sie haben möchte. Das kommt, glaube ich, noch demnächst mal. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, jetzt kommt's. Kann ich die eigentlich da schon... Nein, kann ich nicht. Interagieren. Ah, okay.
Hä? Ach, die Karotte. Ich hab die Karotte noch nicht. Goofy, ich hoffe, du verkaufst gerade Karotten. Ich brauche eine Karotte. Ich brauche eine Möhre. Da habe ich jetzt keine Karotte bei mir, ist doch. Oh, es fängt an zu regnen, genau wie hier jetzt. Ja. Hey, du. Schnell, eine Karotte. Das tun wir. Regnet es bei euch auch gerade? Also hier hat es geregnet. Ziemlich dolle sogar. So, einmal schnell in die Höhle. Und natürlich die Karotte. Ja, sieht voll schön aus. Wartet mal. Ich möchte noch ein Bild, bevor wir... bevor wir hier... So. Ich glaube so. Nee. Ja, so ist schön. Tut mir leid, aber könntest du mir helfen? Geh gleich los, Süße. So, jetzt müssen wir bestimmt mit Elsa sprechen, wer jetzt gedacht. Hallo, du. Warum passiert nichts? Oh, weil ich etwas Streamlight-Magie verwenden muss. So. Oh, schön. Das Eis um die Truhe ist weg. Mal sehen, was ich versteckt habe. Auf Wiedersehen. Öffne die Eistruhe, um Inhalt zu enthüllen. Okay. Ach, so kriegt man diese wunderschöne Eistruhe. Oh, die ist voll hübsch. Die hätte ich ja gerne als Aufbewahrung. Die ist mal mega nice. Gib Elsa, was du gefunden hast. Ob. Na gut. Das Kleid. Hallo. Ein Kleid? Lass mich mal sehen. Jetzt erinnere ich mich. In das Futter ist eine Schneeflocke eingenäht. Wow. Es war die erste Schneeflocke, die je im Tal fiel. Weil ich Schnee hier hingebracht habe. Aber es war deine Idee, denn du wolltest, dass ich mich hier zu Hause fühle. Wow. Wir haben es sicherlich weit gebracht, Fenja. Ich erinnere mich jetzt an alles, Abenteuer, Geschichten, die Freundschaften, die ich mit allen geteilt habe. Bevor ich hierher kam, waren die eisigen Höhen nur felsige Klippen. Ich habe meine Magie eingesetzt, um sie zu verwandeln und ich war so glücklich, dass ich zu diesem wunderbaren Ort beitragen konnte. Danke, du bist eine wunderbare Freundin. Deshalb möchte ich, dass du das jetzt ein Zeichen meiner Wertschätzung behältst. Oh! Wunderbar. Oh mein Gott, süß. Oh. Ich glaube, Elsa haben wir fertig. Oh mein Gott, wir haben ein hübsches Kleid gekriegt. Wollen wir das gleich mal anziehen? Aber erstmal will ich passende Schuhe. Ich möchte Eisschuhe. Ich möchte Glaseisschuhe. Wo gibt's die? Ja,
keine passenden Schuhe dafür. Das ist ja doof. Oh mein Gott, ist das hübsch. Das ist doch wirklich hübsch, das Kleid, oder? Oh, das ist voll hübsch. Aber meine Schuhe passen nicht so wirklich dazu. Vielleicht die erstmal. Und dann möchte ich meine Haarfarbe ändern. Meine Haarfarbe. Und mein Augen-Make-up. Und meine Augenfarbe. Die Blümchen passen jetzt noch nicht so farblich dazu. Kann das sein? Uhu, das ist etwas. Ich glaube so. Oder machen wir die Augenfarbe anders? Jawohl, blau. Blau sieht doch schon. Ich bin mit den blauen Augen sehr zufrieden. Sozusagen. Wäre hier nicht mal Gesicht. Doch, hier. Okay. Das sieht ui aus. Ich hätte gerne vielleicht nur so diese Schneeflocken. Gut, 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 gut. Das sieht ja schlimm aus. Ich glaube so sieht gut aus. So sieht es doch gut aus. Was meint ihr? Sehen wir aus wie Elsa? So ein bisschen? Obwohl Elsa hat ja nicht so ein Augen-Make-up, ne? Na, ich glaube, mit meinem Augen-Make-up bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das machen wir was Neutrales. Warte mal. Ich glaube, so sieht es schon in Ordnung aus. Finde ich. Schwarz? Nee. Ich glaube, so sieht's schon sehr schön aus. Finde ich. Ja doch. Das ist voll hübsch. Nur meine Augenbrauen passen nicht so wirklich dazu, fällt mir auf. Sehen eigentlich Elsas Augenbrauen aus? Auch so.
Aber nun denn, ihr Lieben. Wir haben das ja jetzt fertig. Also wir haben Elsa fertig. Eine sehr schöne, süße, kleine Geschichte gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst hier auf diesem Kanal. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Fenja. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la.